So, da bin ich wieder. Es ist immer noch mitten in der Nacht. Und hab ich das... Ich glaube, ich habe das hier abgeschlossen, aber meine Waffe ist schon am Arsch. Wird mal den Weg zurück suchen wollen. Beziehungsweise von hier... wo war denn das? Da, irgendwo, oder? Na, hier. Hier kommen wir wieder zurück. Hier haben wir die Straße. Den Weg wieder zurück nach Hause suchen. Obwohl, mit so einer kaputten Waffe wird das wohl eher schwierig. Jo. Ah, Fleisch nehmen wir mit. Können wir braten. Ich hoffe, das ist der Weg zurück. Führt auf jeden Fall über die Berge. Dann kommen wir an dem hier vorbei. Können noch eine Flamme mitnehmen. Da oben wird irgendwas getötet. Nur wo wird getötet? Wahrscheinlich da oben irgendwo. Ah, von denen. Ich glaube, in dem Zustand von meiner Waffe renne ich lieber an denen erstmal nur vorbei. Meine Waffe wird nicht mehr lange halten. Da sind noch mehr von denen, verdammt. Und da sind nochmal welche. Wie viele sind denn von denen hier nachts unterwegs? Ist schon krass viel. An denen vorbei. Alter, da sind noch mal welche. Die überrennen ja das Land. Okay, jetzt habe ich ein Problem. So. In dem Zustand von meiner Waffe greife ich die lieber noch nicht an. Da greife ich lieber die Flucht. Der ist ja immer noch hinter mir her. Okay, jetzt nicht mehr. Jo, die dürfen gegeneinander kämpfen. Warte mal, war das nicht ein Lager, wo es einen Amboss gab? Gab's hier einen Amboss? Ein Bett gab's hier wenigstens. So. Ach, das Ding hatten wir schon gelootet. Okay, schade. Und hatten wir auch schon gelesen. Einen Amboss hatte der jetzt nicht hier. Doch, hier. Alle Gegenstände repariert. Perfekt. So. Welchen Mistregen nehmen wir mal mit? Ah ne, man kann hier ja nichts verkaufen, ne? Warte mal, hier gab es doch noch mehr von diesen Bomben. Die nehmen wir mal mit. Oben ist... Ne, ist offen, okay.
Und Bandagen. Rucksack voll. Was soll denn das sein? Den zerlegen wir mal. Zerlegen wir auch mal. Alte Bücher. Ja, weg mit denen erstmal. Hier gab es noch welche. So, dann nehmen wir alles mit. Dann können wir gleich noch mal ein paar Pfeile herstellen. So, und noch mal repariert. Wer hat hier? Hey. Jetzt schon wieder was? So. Tierfell erhalten. Was ist das? Eine Art Verderbnis durchdringt die Poren. Die Haut ist faserig und porös. Sie hat sich bereits verändert. Am Ende übermannt das Miasma alle. Tier, Soldat, König. All unsere Knochen brechen gleich. Hier. Ich werde meine Jagdgründe mit dir teilen und sie in deinem Tagebuch markieren. Erlöse diese Geschöpfe. Flammenblut. Okay. Wuka und wilde Tiere. So, nochmal alles einlagern. Hier auch nochmal. Ich glaube, die Dinger nehmen wir mal lieber mit. Ich tausche das mal um gegen das Fleisch. Und das benutzen wir einfach mal. So, und hier. Schon alles voll. Die Stoffkerzen würde ich eher wegpacken wollen. So, zerlegen, zerlegen und rein da. Dann brauchen wir das nicht. Was ich brauche, ist wieder eine neue Kiste. Wir haben Äste. Warte mal, dann packe ich die Pflanzenfasern da rein. Und Salz. Und hier noch dazu das Holz. Okay. Dann mache ich jetzt eben sehr viele Holzpfeile. So, wie viel haben wir? Okay, 600 Schuss. Wird wohl reichen, ne? So. Gesundheitstrank kann ich mir bei ihm herstellen. Dann haben wir jetzt 15 von denen. Bisher haben wir hier auch noch nicht viel dekoriert. Und draußen nur bisher das Ding. Wie groß ist mein Revier? Das ist auch noch in einem angemessenen Rahmen. Aber ist mir trotzdem noch zu klein. Ich würde gerne eine richtig große... ich will irgendwann mal eine richtig große Base bauen. So, Rucksack.
Minus 75 Ausdauerpunkte, minus 4 Ausdauerregeneration. Sollte vor dem Verzehr gekocht werden. Haben wir eine Kochstelle? Wir haben hier noch keine Kochstelle hingesetzt, ne? Der konnte irgendwie eine Kochstelle machen, oder? Feuerstelle. Schutthake, Spitzhacke und Holz, also alles Schutt, okay. Hake, Metallschrott, Kohle. Schmiede, Kohlebrennofen. Habe ich davon irgendwas schon hier? Irgendwas? Mal eben ganz kurz gucken. Ich habe hier auch noch kein Ofen. Ich habe noch gar nichts von dem Zeug gebaut. Knochenmehl haben wir. Warte mal. Ich habe jetzt keine Schmiede oder sonst was hier. Kein Ofen, keine Schmiede. Fang mal mit ihm an. Was, oder warte mal, ich guck noch mal außen rum. Ich habe bisher nur diesen Tisch. Doch, ich habe hier was. Okay, ich wollte schon sagen. Hier haben wir Kohle. Nehme ich mal mit. Was haben wir hier? Nichts. Also Kohlebrennofen und Schmiede haben. Was braucht er? Ein Schleifstein. Dafür brauchen wir Feuerstein und normalen Stein. Oh, okay. Sind auch nochmal Packquests. Ich gucke mal eben, ob wir hier normalen Stein haben und Feuerstein. Normalen Stein haben wir und Feuerstein haben wir. So. Ein Schleifstein da. Können wir jetzt machen. Packe ich das mal hier hin. Hier können wir Knochenmehl herstellen. Ah, okay. So. Ah, hierfür brauchen wir den Mörser. Und hier Miasmaholz, Knochenmehl und Harz. Haben wir Miasmaholz? So, warte mal. Erstmal das wieder darüber. Miasmaholz haben wir. Wir haben nur ein Harz. Und nur ein Knochenmehl. Dann nehme ich das mal mit. Dann können wir doch noch ein bisschen was machen. So, nicht genug Materialien, ja. Du kriegst Knochen 35. Oh, 34 Minuten dauert das alles zusammen jetzt. Okay. Dann gehen wir mal auf Harzsuche. Wir brauchen da ein bisschen Harz. Einer der Bäume wird doch bestimmt Harz haben. Holz nehmen wir auch mit. Was ist mit dem?
So. Nice. Müsste hoffentlich reichen. 9 Harz haben wir jetzt. So, einmal kurz hier wieder alles reparieren. Wie sieht es hier jetzt aus? 2 Knochen hier schon mal. Wie viel brauchen wir für den? 1 Knochenmehl brauchen wir noch. Den Geistermagierstab. Dann haben wir den zumindest einmal gemacht. Für die Quest. See you soon. 20 Sekunden noch warten. Ich gucke mal, was braucht die? Einen kleinen Rucksack. Stofffetzen, getrocknetes Fell und Garn. Ein Trockengestell. Oh, warte. Da brauchen wir Pflanzenfasern. So, erst einmal hier nehmen wir wieder mit. Machen seinen Zauberstab, den er haben möchte. So. Dann haben wir das zumindest erledigt. Wo ist sein Zauberstab? Da unten. So, möchte ich nicht haben. So, habe ich sonst noch irgendwas, was ich nicht brauche? Nö, ich glaube nicht. So. Wieder alles hier rüber. Da hat mir erstmal Holz. Dann kann ich hier... Harz nochmal rein. Nehmen das Garn. So. Okay, hier kann dann das und das rein. Kein Problem. So, dann machen wir für sie jetzt trockengestellt. Ach, jetzt fehlen mir die Holzscheite, die gerade weggeräumt haben. Na super. So, wo habe ich die hingetan? Hier. Nehmen wir alles. Packen den Rest gleich wieder rein. So, jetzt passt das. Ein Trockengestell. Komm. Packen wir dahin. Lila Bären. Was gibt's denn noch? Ah, hier getrocknetes Fell. Okay, warte mal, wir haben da sehr viel getrocknet. Wir haben normales Fell hier, jede Menge. Wo ist denn das? Warte mal. Fellfetzen nehmen wir mal mit. Da haben wir Tierfell. Salz nehme ich auch mal mit. So, genau. Salz und Tierfell. Das produziert jetzt getrocknetes Fell. So, und Tierfell hier. Packen wir den auch noch mit dazu. Ach, wie nice. So, dann kann ich das wieder hier reinpacken. Das packen wir auch noch mal da rein. Und das packen wir hier rein. Und hier packen wir mal den Garn wieder rein. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen Platz bekommen. Warte mal. Diesen komischen blauen Pilz packe ich auch mal da rein.
Genau, hier Stofffetzen, getrocknetes Fell und Garn. Dann kriegen wir einen kleinen Rucksack. So. Bei ihr können wir nur einen Saatweg machen und Farmboden. Was kann er? Ein Brennofen, da brauchen wir Lehm. Okay. Legendär, fortgeschrittenen Gleiter. Oh, den will ich haben. Miasmaholz haben wir. Leinen. Wo kriegen wir Leinen her? Garn, Miasmasack. Wo kriegen wir einen Miasmasack her? Warte mal, hier? Den könnten wir machen, warte mal. Wir können unseren Greifhaken verbessern, würde ich sagen. So, wir brauchen nur das, das. Was wollte er noch haben? Hier Miasma-Dinger. Flüssigkeit. Nicht von. Nein, falsche Kiste. Die hier. Wo haben wir noch Miasma-Flüssigkeiten? 4 Stück. Ich glaube, das wird nicht reichen. Verbesserter Greifhaken. One fork at a time. So. Jetzt haben wir den. Was ist denn das? Ring der Gesundheit. Plus 1 Gesundheitsregeneration. Ah, nice. Hier Siegerring des Wächterältesten. So, Rucksackerweiterung haben wir bisher keine. So, Saatbeet und Farmboden. So, hier Garn, getrocknetes Fell und Stofffetzen. Müsste jetzt soweit sein. So, 3 Stück. Nehmen wir schon mal Garn auch noch mit. 5 Stück haben wir. Und da die Stofffetzen. Ich glaube, Wasser nehmen wir auch mal mit. Ja, würde ich da lassen, wo das ist. Dann kann ich hier... das wollte ich jetzt nicht, dass das da wegkommt. Sondern das... Nee, das ist das Falsche. Das soll weg. So, kleinen Rucksack. Jetzt fehlt mir getrocknetes Fell. Jetzt muss es reichen. Perfekt. So. Ausrüsten. Und hier gleich eine Reihe mehr. Ich glaube, das sieht so aus, als könnten da noch 2 weitere reinkommen. Ich finde es jetzt nur schade, dass ich den Rucksack jetzt nirgendwo sehen kann. So, hier haben wir jetzt voll. So, packen wir die Dinger da rein. So, Brennofen, den legendären Gleiter, Miasmaholz, Leinen, Garn, Miasmasack. Farmboden und 7 Erde und 3 Knochenmehl. Jetzt haben wir da 18 Knochenmehl. Haben wir oben Erde? Ich guck mal oben in den Kisten, ob wir da Erde haben.
Hier haben wir keine Erde. Auch keine Erde. Erdwegblock. Erde, 12. Was wollte sie noch haben? Den können wir schon mal machen. Jetzt Holzscheite und Metallschrott. Okay. Machen wir mal so ein Beet. Hier haben wir Holzscheite. Und wo haben wir jetzt Metallschrott? Hier. So. Und das hier, das sieht ja hübsch aus. Das würde ich hier hinsetzen wollen. Herstellen. Buschsetzling. 11 Rezepturen. Roter Pilzsetzling. Ach, hier kann ich Setzlinge herstellen. Was wollen wir machen? Mais. Mais könnten wir machen. Aureolin, Blumensetzling. Indigo-Setzling, Laubbaum-Setzling, Tannenbaum-Setzling. Ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Energie-Popcorn könnte ich bei ihr herstellen, Maiskolben und Honig. Dafür bräuchte ich eine Feuerstelle. Brennofen, da fehlt mir noch Äste, Stein, Lehmklumpen. Stein und Äste haben wir, obwohl 50 Stein haben wir nicht. Aber Äste definitiv. Lehmklumpen, wo kriegen wir Lehm? Wanddekoration, okay. Holzbretter. Are we done here? Für ihn müssen wir noch den Mörser finden. Keine Ahnung wo. So, der kann uns... Da kann uns noch Dietrich herstellen. Ich mach mal ein paar. So, Geschirr lassen wir mal sein. Never let the cold start. So, hier haben wir wieder voll. So. Passt, würde ich sagen, oder? Ich glaube, ich mache aus dem Keller irgendwann. Also wenn ich irgendwann anfange, einen Keller zu bauen. Mache ich daraus einen Lagerbereich. Warte mal. Der eine konnte hier ja neue Rüstung, also Dings machen. Garn, Metallschrott und Miasmaholz. Für Holzfäller Schuttaxt. Hier Metallschrott und Miasmaholz. Und hier Hake, Metallschrott und Kohle. Break a leg. Oh, several. Spitzhacke? Holzverlag? Kann ich kein...
Kann ich keine normale Hake machen? Warum braucht er dafür eine... Warum braucht er hierfür eine Hake? Break a leg. Okay, schauen wir uns mal die Quests an. Der Mörder des Alchemisten, das ist ja aktuell. Die Handspindel der Jägerin. Wurde in einem anderen Lager zurückgelassen. Du kannst dein Zuhause auf verschiedene Arten vergrößern. Die Aufwertung des Flammenalters erhöht die Baureichweite. Wenn du die Flamme stärkst, erhöhst du deine Miasma-Passierstufe und kannst zusätzlich weitere Basen errichten. Bauen an einem beliebigen Ort in der Wildnis einen zweiten Flammenaltar. Den machen wir noch, keine Sorge. Erobere die Wildnis zurück. Die Bäuerin Emily Frey will, dass du die Warte im Düsterdickicht eroberst. Lass mal das machen. Müsste ich hier irgendwo... Mörser des Alchemisten. Das Grabmal der Königin. Test der Fähigkeiten. Okay, scheint doch ein bisschen weiter Weg zu sein. Ich glaube dann das. Machen wir erstmal vielleicht doch den Mörser. So, kurz geruckelt. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich... Es wird eh dunkel. Wir müssen uns eh einmal hinlegen. So. Okay, dauert noch ein bisschen, aber... Kriegen wir hin. So, wann fängt er an zu schlafen? Wenigstens hat er die Augen zu. Müsste er jetzt nicht anfangen zu schlafen? Ja, dann... nee, hier bin ich falsch. Hier geht's runter. Ab jetzt müsste eigentlich schlafen gehen, oder? Jetzt, wo so schön schwarz ist, der Himmel. Ja, jetzt pennt er. So, wann ist wieder hell? Jetzt ist hell. Jetzt können wir los. Dann holen wir uns jetzt den Mörser. Aber bis zum Dickicht wird noch ein Weilchen dauern, glaube ich, oder? Ich würde da gerne in ein Eisgebiet da oben auf die Berge. Oder da auf die Burg da oben. Obwohl, ich habe so das Gefühl, in die eisigen Regionen von den Bergen können wir nicht hin. Zumindest nicht in diesem Bereich hier. Ist hier jemand neu gespawnt? No. Okay.
Ja, schade, dass es hier keine Reittiere gibt. Ich hätte jetzt so, wirklich so gern eins. Autsch. Ach, komm schon. So, gibt's hier was Neues? Henkersachs. Wo ist denn das Ding? Da unten. Na, ist ein Zweihänder, dann. Dann brauchen wir es nicht. So, hier noch mal ganz kurz überlegen. Ja. Hier links rum und dann rechts. Dann müssten wir da ankommen. Also ich mag die Art, so mit dem Gleiter hier über dem Boden zu rutschen irgendwie. Ich glaube hier entlang. Und dann hier. Ja, komm. So, genau. Plündererhügel. An dem müssen wir vorbei. Dann gehe ich mal da rum. An den beiden Wölfen da. Die schon auf mich abgesehen haben, glaube ich. Ja, komm. So. Schon wieder drei. So, Plündererhügel, die lassen wir ja in Ruhe. Die Hasen mit den vier Ohren, die sehen zwar süß aus, aber ich frage mich, hat das irgendwie einen biologischen Sinn? Warum sollte man vier Ohren haben? Aureolien haben wir wieder mitgenommen. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Grabschleierkatakomben. Neue Quest, das Grabmal der Königin. Oh, hier ist das.
Super nice, dass wir Dietrich hier gemacht haben. Ich lese mal. Zu Ehre der Erde, dem Eis und dem Erbe. Blicke nach links, gedenkt dem Ältesten. So wagt er's zu reißen und richten. Der Schnabel des Adlers durchbohrt Wolken und Himmel. Er erhöht keine Bitte. Den Schnee tränkt das Blut der eigenen Sippe. Der Weg nach rechts führt zur jüngsten einst Tochter der Lieder. Trägt alles Leid, legt die Axt nie mehr nieder. Führt Gefolgschaft, bedrückt durch Ebbe und Flut. Erleuchtet durch Mut selbst das Herzen der Brut. Der Hauptraum gedenkt Mutter und mittlerem Sohn. Finde beide Verstecke, dann gebührt dir der Lohn. Wahrscheinlich bei beiden stand dasselbe, wenn, oder? Ja. Ach nö. So ein Viech wieder. Der hat mich auch schon im Visier. So, der ist aber schon mal hinüber. Headshots. Ich sehe da schon mal einen Knopf. Kann ich da durchschießen? Nee. Aufmachen kann ich da auch nicht. Okay. So, da vorne kommt gleich so ein Geist. Wo ist denn dieser Geist? Da. So, stirb! Nein! Nein! Ach, hey Oldcoin! Jo, ich habe jetzt zu spät auf den Chat geguckt. Alles klar bei dir? Genau in dem Moment schaust du hier rein. So, wie geht's dir, Oldcoin? Ernsthaft? Hier oben ist das Ding gelandet? So. Okay. So kommt man da nicht weiter. So, Oldcoin, wie geht's hier? Erzähl mal. Kann ich das Ding aufmachen? Ne. Ich kann kein Grabschänder sein. Schade. Jo, ist das richtig neb. Du trinkst gerade deinen Frühstückskaffee um 18 Uhr. Bist du gerade aufgewacht? Oh ne, wieder so ein Viech. Einen Moment. Autsch. Oh, das war laut. Boah, tut mir leid dafür, das war richtig laut. Ich weiß jetzt nicht, wie laut es bei euch war jetzt. Boah, das war aber für mich jetzt richtig laut.
Wenn ich das später dann auf YouTube hochlade, muss ich, oder für YouTube fertig mache, muss ich mal schauen, wie laut das war. Vielleicht muss ich das ein bisschen runterschrauben. Stufe 8, endlich! Ja, Mann! So. Okay, gehen wir nochmal hoch. Kopfhörer noch. Ah, okay, dann war es wahrscheinlich nur für mich sehr laut. Ich habe das sehr laut gerade bei mir dann wahrscheinlich. Wir haben 5 Punkte insgesamt. Schalten wir mal den Doppelsprung frei. Den wollt ihr unbedingt haben. So. Was können wir noch machen? Wir haben einen Punkt noch. Kondition. Komm, machen wir Kondition. Ja, Mann. Der war mir wichtig, dass wir den jetzt freischalten. Mir geht soweit mittlerweile ein bisschen besser. Okay, privat immer noch. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, richtig viel Scheiß am Laufen, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Aber, naja, das, werde ich jetzt, kann ich vielleicht irgendwie mal, jemand anders mal erzählen oder so. Wenn ich das jetzt für YouTube aufnehme, auch, würde ich das ungern auch noch für YouTube aufnehmen. Also, beziehungsweise ich kann mal gleich, ach komm, ich könnte auch gleich mal irgendwie die Aufnahme pausieren. So, welcher war denn das jetzt? Der zweite von links war das jetzt, okay. Warte mal. So. Gab es hier noch was? Ich könnte gleich irgendwann mal vielleicht die Aufnahme pausieren. So gut. Wenn ich kurz Pause mache oder so. Und dann kann ich mal ein bisschen erzählen. Dann so, dann nehmen wir beides mit. Aber das würde ich jetzt ungern erzählen, wenn ich das für YouTube aufnehme. So. Da ist ja auch noch eine Tür. Ich hoffe, die kriegen wir auf. Hier ist nichts. Die müssen wir doch aufkriegen, ja? Okay, dafür die. Boah, ich bin echt froh, dass ich gerade die Dietrich alle selber hergestellt hatte. So. Ah, übrigens, ich habe mir wegen der Sache auch, was jetzt privat ist, freigenommen. Sagen wir jetzt mal so. Und da ja Hehl aktuell nicht, diese Woche jetzt nicht da ist, dachte ich mir, ich mache mal diese Woche dann ein bisschen öfters mal einen Stream. Dann machen wir jetzt kommende Woche. Machen wir dann auch Gothic zu Ende, Gothic 1. Und direkt danach fangen wir dann auch mit Gothic 2 an, würde ich sagen. So, das war jetzt der zweite Knopf. Was haben wir hier drin, ne? So. Oh, hier gibt es auch wieder Tränke. Das wollen wir nicht. Ich bin kein Fan von Magie. So, immer diese Miasma-Dinger hier. Wo geht's noch mal raus? Hier, okay. Ausgang gefunden. Ah, okay. Zwei, das waren beide für linke Seite, okay. Da haben wir schon mal eine Tür. Auch wieder ein Dietrich. Okay, das ist krass. Ohne Dietrich wären wir hier gar nicht weitergekommen. Alter. Das sieht aus, als könnte man da durch. Warte mal. Nein! Da hinten werfen.
Jo, hier kann man das. Kann das sein, dass all diese Dinger irgendwie einen Geheimgang verstecken? Ah, okay. Dann, wenn du dann bei deinem Sohn bist für 10 Tage. Ja, dann, mal gucken, wie ich das dann sonst mache. Ich wollte ja auch nicht unbedingt dann immer abends. Also nicht unbedingt abends. Ja, was ist denn da? Sondern irgendwie dann mal auch abwechselnd machen, weil ich ja jetzt auf. Mir erstmal freigenommen habe. So. Und dann. Warte mal, warte mal. Ich rede sofort weiter. Und wir sehen uns ja auch bei anderen Leuten im Chat natürlich auch mal. Beim Umut, bei Brom, bei Kani, glaube ich, habe ich die auch schon ein paar Mal gesehen, gelesen. Ah, hier sind wir! Bei der Tür. Und dann kann ich da auch mal erzählen, oder auch mal nachfragen. So, ob du, warte mal, wo führt denn das hin? Gibt's hier eine geheime Tür? Schade. Und ich hätte irgendwie Bock, auch einfach mal spontan, einfach so mal irgendwann mal einen Stream anzuschmeißen. Einfach mal so spontan. Coworking wollte ich ja auch noch machen. Hier gibt. Ah ja, von hier unten kamen wir. Und dann kannst du auch mal sehen, was ich ja alles bisher vom Projekt gemacht habe und so. Kannst du auch mal live zusehen. Von Elder Scrolls, das Filmprojekt da ja. Und, stimmt, auf Discord bist du ja nicht. Du bist ja da nicht unterwegs. Die anderen habe ich jetzt auch schon ein bisschen, sagen wir mal so, geschockt. Als sie gesehen haben, wie groß die Map ist, die ich nachgebaut habe. Die Elder Scrolls Map, das ist ja irgendwie einmal 37.000 Meter mal irgendwas mit 40.000 Meter. Wo geht's denn hier lang? Zum letzten Knopf, okay. Ja. Per Sculpting, also. Boah, muss ich mal zeigen einfach. Muss ich einfach mal im Stream mal zeigen. So, komme ich hier irgendwie wieder hoch, wieder raus. Gibt es hier irgendwo einen Ausgang? Hier, das sieht nach einem Ausgang aus. Und es ist offen da hinten. Jo, mach das. Hol dir noch einen Kaffee. So. Erlands Bollwerk. Ist das besser als meins? Parierkraft, 100 maximale Haltbarkeit. 20 Parierkraft, 110 maximale Haltbarkeit. Plus 10, 25 Lebensraum. Ganz klar der. Schade um den Schild. Und der leuchtet. Das ist ja nice. So, erobere die Wildnis zurück. So.
So, Mörser des Alchemisten. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach Norden. Aber wir haben einen coolen neuen Schild. Ich feiere den gerade. Der leuchtet blau. Jo, gönn dir den Kaffee auf jeden Fall. Genieß es. Boah, ich hätte auch eigentlich wieder Bock auf Kaffee. Ich glaube, wenn ich nachher noch mal Pause mache, kurz auf Toilette gehe oder so. Ich glaube, ich mache mir auch einen Kaffee. Einfach, weil ich gerade Bock drauf habe, auch was Warmes zu trinken und nicht immer nur diese Flörre hier. Ein Kaffee soll ja auch gesünder sein als das. Ah, nice. Hier haben wir noch so ein Ding. Stufe 9. Okay. Stufe 9 Gegner. Wir sind Stufe 8, glaube ich. Sind wir doch, oder? Stufe 8. Okay, also noch im machbaren Bereich sind die. So, warte. Ich weiß, ich gehe zu oft hier auf dieses Startmenü und mal so dieses Pausenmenü hier. Aber ich spiele halt irgendwie gerne einfach mit Controller und da muss man halt immer wieder so da rein. Aber ich habe schon Leute gesehen gehabt hier auf Twitch und auf YouTube, die haben viel, viel schlimmeren Spielstil als ich. Was ist denn das da? Ich will das mal abbauen. Bernstein! Haben wir ein bisschen Bernstein mitgenommen? Ne, hier. Zwei Bernstein. Ja, das wird erstmal reichen. Okay, auf diese Art komme ich da nicht hoch. Kommt man da hoch? Jo. Stufe 11. Okay. Die sind drei Level über mir. Pistelsamen. Muss nach da oben, glaube ich. Standort oben. Ich muss an denen vorbei. Also durch Distelsamen. Ich renne lieber durch. Gegen Stufe 11, glaube ich, schaffe ich so nicht. Position erreicht. So, was haben wir denn hier? Alles klar. Ich kann da aber irgendwie nichts aufmachen, ne? Wie komme ich da ran? Gibt es einen geheimen Knopf? So geht's auch. So geht's auch. Okay, sehen wir uns jetzt mal oben um. Was haben wir denn hier? Die lassen wir mal. Wir haben einen Mörser gefunden. Einen übertrieben großen Mörser.
So, was haben wir denn da? Niemals genug. Mein Geist ist gebrochen. Kann ich es den Menschen wirklich verübeln, dass sie sich in ihrer Verzweiflung von meinen Tränken abwenden? Die meisten meiner Besucher dieser Tage sind Ratten und andere Plagegeister. Bis jetzt haben sie sich nicht als Gutgesellen im Labor erwiesen. Es muss einen besseren Weg geben, gegen das Miasma anzukämpfen, es zu überwinden. Vielleicht sollte ich meine Bemühungen noch einmal überdenken. Nägel aus dem Klo gezogen. Holzsäure mitgenommen. Okay, Heilungsstrom bei Alchemist. Da ist eine Leiter. Leuchtfeuerpfeil bei Jägerin. Ah. Kupferpfeil nehmen wir mal mit. Da geht es auch nochmal hoch. Und was gibt es hier hinter? So, erstmal öffnen. Helles Irrlicht. Plus 5 Minuten Dauer. Ein gefangenes helles Irrlicht. Wird die Flasche geöffnet, erleuchtet das befreite Irrlicht die Dunkelheit. Oh. Trank der Blut. Das plus 20 Ausdauerpunkte für 30 Minuten. Okay. Das Miasma gewährt nicht nur den Mitgliedern der Blut, sondern auch all jenen, die aus diesem Fläschchen trinken macht. Nehmen wir mit. Gleiter. Ich möchte die Vögel schon. Ich mochte die Vögel schon immer. Wie sie mühelos im Wind fliegen. Den Horizont in diesen schwierigen Zeiten umarmen, zu entdecken, was immer man sucht, frei von allem Verderben, das sich am Boden ausbreitet. Welch wundersame Reise! Könnte die Menschheit den Himmel vielleicht erobern? Ich werde einen Gleiter bauen und von hier aus zu den Hügeln reisen. Irgendwie werde ich schon unter den Blauhären landen. So, gab es hier noch was? Jetzt brauche ich eine Fackel. Jetzt nicht mehr. Okay. Ah, da war die Truhe von vorhin. So, hier haben wir noch was. Das war keine gute Idee. Vielleicht verursacht diese ungewöhnliche Implementierung meines Schalters mehr Probleme als erwartet. Ich dachte, die Tür zu meinem Labor auf diese Weise zu verriegeln, wäre praktisch. Meine Rückenschmerzen sagen mir etwas anderes. Ich habe Ruß am Mantel und meine Wirbelsäule schmerzt. Das war eine meiner schlechteren Ideen. Au. Lass mich raten. Das war für unten. Was haben wir hier? Eine Fackel. So, Waldlangbogen nehmen wir mit. Jetzt will ich es wissen. Ist unten jetzt die andere Tür auch? Das hat sich ganz komisch angehört gerade. Ich will es jetzt wissen. Ist unten jetzt die andere Tür auch offen? Jupp. Wir haben es aber auch gelöst. Zwar nicht so wie... Wasser nehmen wir mit. Zwar nicht so, wie es vorgesehen war, aber wir haben es gelöst. Hier gab es ein Bett. Ne, hier war das Klo. Wo gab es das Bett? Wo hatte Balthasar jetzt sein... das ist ja von Balthasar der Turm, ne? Wohl, das hier haben wir ja auch hinter uns. Ja, dann reisen wir so zurück. Offen ist offen, das stimmt, da hast du recht.
So, dann einmal hier reparieren. Alles repariert. Und was mit dem? Sagst du jetzt Juhu? Der sagt kein Juhu. Aber der mit seinem Juhu. So, Rucksack. Wir tauschen mal so. So. Okay, mehr kann ich damit nicht machen. Okay. Hat er nicht gerade noch Mana-Tränke? Überlebenstränke? Helles Irrlicht, Trank der Brut. Feuerball, Heilungsstrom. Das kann ich noch nicht machen. Die muss ich aber noch machen. Hey! Was? Ich weiß, es klingt albern, aber ein guter alter Kessel über einer schönen warmen Feuerstelle würde dafür sorgen, dass sich dieser Ort mehr nach einem Zuhause anfühlt. Oh, wenn ich an all die Mahlzeiten denke, die wir zubereiten könnten. Ein paar Beeren. Oh, dieser liebliche Duft. Du hast Beeren dabei. Ach, was würde ich jetzt nicht alles für eine herrliche Schale Beeren geben. Sag, könntest du mir vielleicht wenigstens ein paar Erdbeeren besorgen? Das würde mir den ganzen Tag versüßen. Ich würde dir vielleicht sogar ein kleines Geheimnis verraten. Okay, was will er? Alle anderen Schreiner würden mich auslachen, wenn sie wüssten, dass ich keine Tischsäge habe. Aber sie sind alle tot. Wer zuletzt lacht. Ganz schön makaber. Wir brauchen eine Tischsäge. Ich brauche wirklich eine Tischsäge, um mein Repertoire zu erweitern. Du kannst eine aus Sägeblättern herstellen. Überraschung, ich habe meine Sägeblätter immer aus der Dornenfässer besorgt. Bevor, du weißt schon. Also los. Rezept freigeschaltet, mittlere Truhe plus 3 mehr. Unter Schreiner. Und Erdbeeren müssten wir eigentlich noch haben hier irgendwo. Ich glaube hier. Ja, haben wir Erdbeeren. Für die gute Dame. Wir brauchen auch mehr Fackeln für. So. Hier. Bärchenhafte Zeit. Komm, teil eine Mahlzeit und eine Geschichte. Ah, die Süße erinnert mich an das botanische Paradies, das ich vor der Dürre mein Zuhause nannte. Wir kamen gerade so über die Runden, während andere Städte angeblich im Überfluss lebten. Irwurzburg zum Beispiel war für seine Reichtümer bekannt. Selbst ihre Müllhalden gingen vor Schätzen über. Schade, dass die Dorfbewohner ein bisschen verrückt geworden sind. Sie haben tollen Erdbeerwein produziert. Erdbeerwein. Stay safe, friend. Zeit für die Ernte. Wir brauchen mehr Fackeln. Oder irgendwie mehr Licht. So. Die hat gar keine Erdbeere genommen, ne? Dabei wollte sie ja die Erdbeeren selber haben. Ja, klingt wirklich sehr süß. Das wäre mir auch, glaube ich, ein bisschen zu süß. Obwohl, was soll ich sagen? Ich trinke so einen Scheiß. So, warte mal. Den zerlegen wir mal. Den brauchen wir nicht. Das kommt da rein. So, dann die Münzen. Wir brauchen definitiv mehr Truhen. 806 von diesen Münzen haben wir schon. Knochen haben wir keinen Platz mehr, aber wir haben hier da eine Dings hier. Hier, darfst du noch mal ein paar Knochen machen. Wenn du meinst, dass die nicht süß sind.
Obwohl, ich habe noch zuckerfreien im im Kühlschrank. Warte, hier ist auch kein Platz, oder? Die sind alle voll. Aber ja, du hast recht, die sind übertrieben teuer. Und nicht gut fürs Herz. So, warte mal. Stauraum. Nägel, Holzbretter, Metallplatten. Ich würde die machen wollen. Eine verbesserte Speicheroption mit erhöhter Kapazität. Und hier nochmal dasselbe. Die hier gelagerten Gegenstände können überall in der Basis zur Herstellung verwendet werden. Oh, und dafür brauchen wir Schleim und Miasmaseelen. Und die mittlere Truhe. Happy to help. Hat die noch irgendwie Quests? Nö. Ein Saatbeet, Farmboden. Hat die noch was? Spezialpfeile hat sie. Ich hätte schon Bock hier auf dieses Ding hier zu gehen. So. Aber wir brauchen Leinen und ich habe keine Ahnung, wo wir Leinen herbekommen. So eine Rüstung. We'll meet again. So, für ihn brauchen wir Insektenstaub, also Brutlingsbein und Glühwürmchen. Die haben wir, glaube ich. Ich glaube, die haben wir. Dann haben wir die beiden Quests auch nochmal erledigt, erfüllt. Hier haben wir sie nicht. Vielleicht in der Truhe. Sehe ich jetzt auch nicht. Der hier dann. Glühwürmchen haben wir auf jeden Fall. Haben wir keine Brutlingsbeine. So. Leuchtstaub haben wir einmal gemacht. Heiler-Set. Und Magier-Set, okay. Und Alchemisten. Safe travels. Wir haben kein Brutlingszeug. Ich brauche dringend mehr Kisten. Wo hatten wir das eine Ding her? Hier. Einmal. Na, gucken wir mal. Zeit für die Ernte. Das ist zu weit im Norden. Warte mal, Tagebuch. Tischsäge für den Schreiner. Der Schreiner braucht eine Tischsäge, um sein Repertoire zu erweitern. Um eine Tischsäge herzustellen, nötigt er Kreissägeblätter, die es in einer Stadt namens Dornenfeste gibt. So, Brückenbaubericht. Der Schreiner hat verraten, dass er einen Schatz im mittleren Pfeiler der Braylon-Brücke versteckt hat. Als eine Art Markenzeichen. Moment. Der wollte aber erst einmal hier das hier für uns machen. Eine bessere Spitzhacke und eine bessere Axt. Dafür brauchen wir Schrott und Miasmaholz. Haben wir das Miasmaholz. Da haben wir Schrott. So. Ah ja, und Garn halt. So, aber erstmal machen wir die Spitzhacke. Wo ist denn die? Da unten. Und weg damit. Jetzt fehlt uns noch Garn. Hier ist kein Garn. Hier ist kein Garn. Hier ist auch kein Garn.
Hä? Warte mal, ja, aber Pflanzenfasern haben wir. Handwerk. Garn. 1, 2, 3. Dann kann das wieder da rein. Warte mal. Bandagen, die will ich mal mitnehmen. Bandagen sind gut eigentlich. Habe ich festgestellt. So, die brauche ich noch. So, einmal tauschen. Und der weg. So. Bessere Axt und bessere Spitzhacke. So, hier nochmal. Und hier nochmal. Kann das hier weg? Das kann weg. Leuchtstaub, Holzsäure. Ja, komm, ich will hier raus. Oldcoin, du hast es mir wirklich angetan. Jetzt habe ich echt Bock auf einen Kaffee. Dann würde ich hier eben einen kleinen Break machen und mir eben einen Kaffee machen, ja? Dann wäre ich gleich wieder da. Bis gleich.